Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Livestream. Ja, der FC ist ja zurzeit in der Vorbereitung der neuen Saison und wir haben heute einen ja, tollen Gast dabei und zwar unser Stadionsprecher Michael Trippel. Bin sehr, sehr froh, dass es nochmal klappt. Wir waren ja schon vor einem guten Jahr auch schon live zusammen und habe ihm ein paar Fragen gestellt. Natürlich habe ich auch vor euch gefragt, was habt ihr denn oder ja, welche Fragen würdet ihr denn gerne den Michael Trippel mal stellen? Die habe ich mir natürlich hier auf dem Zettel aufgeschrieben und ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob er denn auch alle Antworten ja, findet oder ob er alle Antworten beantworten kann. So, wir laden ihn mal ein. Hoffen wir doch mal, dass es gleich funktioniert. Also, hallo und herzlich willkommen hier an alle, die da sind. Freut mich sehr, dass ihr alle hier seid. Und da haben wir ihn schon. Guten Abend, hi. Herr Trippel. Alles herzlich willkommen allen. Guten Abend. Ja, ich habe mir mal wieder ein paar Fragen überlegt, oder nicht nur ich, sondern auch meine Community. Ich habe die natürlich vorher im Vorfeld gefragt, was würdet ihr denn gerne vom Stadionsprecher vom 1. FC Köln wissen? Zuerst machen wir aber erstmal die Vorstellungsrunde. Falls einer noch nicht weiß, wer Sie sind, stellen Sie sich bitte kurz mal vor. Mein Name ist Michael Trippel. Ich bin gehe jetzt ins 24. Jahr als Stadionsprecher des 1. FC Köln. Bin seit fast 40 Jahren für den Verein tätig. War der erste Fanbeauftragte 1984 in der Fußball-Bundesliga. Und ja, damals gab es noch keine Fanbeauftragten. Wir waren wirklich Vorreiter, was diese Tätigkeit anging. Wir hatten ja damals die Hooligan-Problematik in den Stadion, das wissen die Jüngeren gar nicht mehr. Wir waren damals froh, wenn 15.000 Zuschauer ins Stadion kamen. Wir hatten Spiele mit 7.000, 8.000 Zuschauer im großen Rund des Müngersdorfer Stadions. Also wirklich sehr, sehr trostlos. Familien sind nicht mehr in die Stadien gekommen mit ihren Kindern, weil sie Angst hatten vor Ausschreitungen, vor Schlägereien. Und wir haben dann 1984 die Arbeit aufgenommen oder ich dann erstmal alleine, viele, viele Jahre auch alleine gemacht. Alles ehrenamtlich, ja. Und so begann dann, sage ich mal, die Funktion des Fanbeauftragten. 1989 mussten alle Bundesliga-Vereine dann plötzlich einen Fanbeauftragten stellen seitens DFBs und wir waren in der Tat damals Vorreiter. Okay, ja, cool. Ja, Fan seit 1964. Mein allererstes Live-Spiel, was ich gesehen habe vom FC, war am 28. November 1964 gegen den Hamburger SV im alten Müngersdorfer Stadion mit einer Haupttribüne aus Holz, sonst alles Stehplätze, mit einem rot-weißen Mäuerchen. Es gab keine Zäune damals, sowas war nicht vorgesehen. Wir haben auch 3-0 gewonnen, werde ich nie vergessen, weil wir als Kinder damals die Fußball-Bundesliga ja nur in Schwarz-Weiß kannten. Es gab ja keine Farbfernseher, die Sportschau in Schwarz-Weiß samstags. Und ich komme in das Stadion rein und es ist wirklich alles bunt. Grüner Rasen, bunte Trikots, bunte Fans. Diesen Blick habe ich heute noch vor Augen. Ja, ja. Ja, sehr schön. Was noch die Community gerne wissen wollte, ist, was wollten Sie eigentlich, als Sie Kind waren, was war Ihr Traumberuf? Was wollten Sie ganz früher mal werden? Da müssen wir schon ein bisschen einmal in die gucken. Ja, gerne. Was, ich weiß nicht, ich glaube, ich wollte Sportreporter werden. Das war mal so zwischendurch mein Wunsch. Okay. Irgendwo auch, weil wie gesagt, Fußball mich interessierte, Sport mich interessierte und ich dann im Prinzip ja auch sah, das wäre doch ein toller Job, der dir Spaß macht, also wo du auch wirklich dein Leben lang Spaß dran hast. Gut, es ist dann letztendlich kein Sportreporter geworden, aber immerhin Stadionsprecher. Ja, aber ich denke mal, das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ja, nee, bin ich sehr zufrieden mit. Es macht mir richtig Spaß und auch das habe ich auch schon mal erzählt, das wollte ich auch damals schon werden in jungen Jahren, weil ich gesagt habe, man kann aus dem Spiel des 1. FC Köln mit unserer kölschen Musik, ich nenne sie nicht Karnevalsmusik, ich nenne sie Volksmusik, kann man viel mehr machen, man kann viel mehr Atmosphäre reinbringen, viel mehr Stimmung reinbringen und das habe ich ja dann auch 1999 gemacht, als ich angefangen habe, Stadionsprecher zu werden. Das ganze Programm, was wir heute haben, ist ja damals letztendlich entstanden unter meiner Feder. Ich denke, es war nicht so falsch. Ja, auf jeden Fall. Was war denn Ihr schönstes Spiel beim FC? Also seitdem Sie den FC im Herzen haben, was war Ihr besonderstes Spiel, wo Sie sich gerne nochmal zurückerinnern?
gab es eine Menge Spiele natürlich. Ich führe Buch über meine Spiele, die ich mit dem FC sehe. Bin jetzt bei 1584 oder so in der Kategorie angelangt. Unterscheide auch zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Fangen wir mal aus der näheren Vergangenheit an. Sensationell war natürlich der 20. Mai 2017, das 2:0 gegen Mainz 05 mit meiner Ansage dann auch zum Schluss. Soeben schellte in Kopenhagen das Telefon. Das war ein wunderschöner Sonnentag, ein Sommertag. Wir hatten ja noch ein Familienfest vor dem Stadion gemacht, auf den Vorwiesen. Die Leute waren allerbester Stimmung. Und wir kennen das ja vom FC eigentlich nicht so. Also erstmal, dass alle für uns spielen und wir vor allen Dingen dann auch für uns spielen. Und es passte an diesem Tag wirklich alles. Und dann ging dieser Traum in Erfüllung, 25 Jahre danach wieder erstmalig in Europa zu spielen. Und ich werde das nie vergessen, der Anblick der Zuschauer, ältere gestandene Männer heulten dann, weil sie gesagt haben, dass wir das nochmal erleben dürfen. Da hätten wir nie dran geglaubt. Also das war mit aus der jüngsten Vergangenheit sicherlich schön. Aus der längeren Vergangenheit natürlich die Meisterschaft, das Double 78. Ein Spiel, was mir auch noch sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, war das Pokalspiel gegen Bayern München in der Radrennbahn. Da war ich selber beim Spiel in München in der Grünwalder Straße 3:0 verloren. Und dann kam das Rückspiel, wo eigentlich auch keiner mehr dran geglaubt hat, dass wir das drehen können. Und dann haben wir die Bayern wirklich 5:1 aus der Radrennbahn geschossen. Und es war ja noch richtig spannend. Wir führten 4:0. Dann macht Gerd Müller das 4:1. Und durch Auswärtstore, die damals zählten, auch wäre Bayern München weiter gewesen. Und dann ist Gott sei Dank nochmal das 5:1 gefallen, dass das ganze Stadion explodiert. 28.000 Zuschauer in diesem engen Rund der Radrennbahn damals. Auch das ist so ein Spiel, was man nie vergessen wird. Ja, Dann habe gibt ich es auch. leider nicht erlebt. Ja. Da bin ich zu jung. Aber ja, mein FC-Erlebnis war ganz klar auch 2017. Also das war eigentlich auch der größte Erfolg bis jetzt in meiner noch jungen FC-Fanlaufbahn, sage ich mal. Ja, und dann natürlich auch der Marsch in London Stimmt, ja. von diesem Plätzchen bis hin zum Stadion, das Spiel selber, die Atmosphäre, die Stimmung. Auch das war, ich sag mal, 24 Stunden Adrenalin, was da in London passiert ist. Und ich habe ja jetzt, wie gesagt, meine 59. FC-Saison jetzt. Und ich habe ja nun auch Doubles erlebt und Meisterschaften, Aufstiege, was auch immer. Aber das war das Emotionalste, was ich je im FC erlebt habe. Ja. Wie sind Sie denn eigentlich zum FC gekommen, also fanmäßig? Ja. Wo, also Sie waren ja sehr wahrscheinlich direkt auch, waren Sie vorher noch ein anderer Fan oder waren Sie direkt FC und wie ist das so gekommen eigentlich? War der Vater schon vorher FC-Fan oder Also anderer wie Fan, das geht gar nicht. ist Entweder man ist FC-Fan oder nicht. Aber Ja. es gibt auch wenige nur, die mal irgendwo anders Fan waren und dann vielleicht durch diese Begeisterung beim FC angesteckt worden sind. Aber wie gesagt, der Kölner ist FC-Fan als solcher. Also da gibt es keine großen Alternativen. Mit 9 Jahren bin ich eigentlich zum FC gekommen, weil ein Freund von mir, wir sind in der GAG-Siedlung in Köln-Beinthal aufgewachsen, der ist mit seinem Vater, der war 2 Jahre älter, der ist mit seinem Vater damals schon zu den Messepokalspielen gegangen, also Anfang der 60er Jahre, und er erzählte mir immer davon. Und so hat sich das entwickelt im Laufe der Zeit. Ich weiß noch, wir haben 1963 das letzte Endspiel um die deutsche Meisterschaft zwischen Dortmund und Köln in Stuttgart. Waren wir natürlich nicht da, weil wir noch zu klein waren, aber es war live im Fernsehen und es war auch ein heißer Tag. Und wir waren so nervös, wir konnten uns das im Fernsehen gar nicht angucken, damals schon, wie gesagt, mit 9 Jahren. Und wir sind dann spazieren gegangen in dieser Siedlung, aber alle Balkontüre waren auf, die Fenster waren auf, wir kriegten immer mit, was passierte letztendlich. Wir haben dann ja auch 3:1 verloren, leider Gottes, aber auch da schon. Dieses Gefühl, diese Nervosität, diese Anspannung, wenn der FC gespielt hat, schon mit 9 Jahren, habe ich nie verloren, bis heute nicht. Ja, stimmt. Das ist schon was Besonderes, wenn man so weiß, oh, Samstag 15:30 Spieltag, da ist man schon den ganzen Morgen eigentlich schon und wacht und zählt schon die Stunden, wenn es dann endlich losgeht. Das habe ich auch. Also das auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen. Wie viele Trikots haben Sie eigentlich vom FC? Ich bin kein Trikotsammler, weil ich wüsste gar nicht mehr, wohin damit. Habe ich natürlich, aber im Gegensatz zum Tobias Franzkote, unser DJ im Stadion, der sammelt ja auch professionell, sage ich fast mal, Trikots. Er ist auch in so einer Okay.
Trikotsammlergruppe, der hat einige. Also ich habe ein paar natürlich, aber ich bin kein Trikotsammler. Ich sage auch diese ganze Diskussion, die wir immer haben, jedes Jahr, wenn neue Trikots kommen, dann die Diskussion, ist das schön, ist das nicht schön? Ja, da kommen wir gleich noch Ja, dazu. Da kommen wir gleich noch ja. zu. Also da sage ich auch ganz gleich, wegen mir können die nackt spielen, die müssen nur gewinnen, da ist mir das Trikot Das ziemlich stimmt, egal. Ne? das stimmt, das stimmt. Ja, dann war natürlich noch passend zu der nächsten Trikotfrage, sage ich mal, ob Sie auch ein Spielertrikot haben, wenn ja, welches? Der Uta hat mir mal sein Trikot geschenkt. Das habe ich dann dem Tobias Franzgrote weitergegeben, weil Ach. er, wie gesagt, dieses Trikot Ja. sammelt. Ich muss überlegen, ich habe bestimmt von dem einen oder anderen mal ein Trikot, ein Spielertrikot gekriegt. Aber wie gesagt, ich sammle sie nicht. Meistens gebe ich sie dann weiter an die Leute, die ja wirklich Spaß dran haben im Prinzip. Also wüsste ich jetzt nicht. Also Uta kann ich mich daran erinnern, der hat mir mal sein Trikot gegeben. Ich glaube, das war auch sein letzter Auftritt damals in Köln. Okay. So zum Abschied. Ja, dann gab es noch ein paar alte Trikots von Schumacher, Lid Basket, oder so. Wie gesagt, die habe ich dann irgendwann mal weitergegeben an Leute, die da richtig Spaß dran haben. Ja, ist doch schön. Dann kommen wir noch weiter zu Ihnen. Und zwar haben Sie bestimmt auch ein Lieblingsessen. Was wäre das denn? Was essen Sie da? Lieblingsessen. Lieblingsessen, ja? Das waren sehr interessante Fragen dabei. Ja, ich bin kein Veganer und kein Vegetarier, deshalb esse ich auch ganz gerne Steak. Das esse ich sehr gerne, aber es gibt viele, viele Gerichte, die ich gerne mag, wenn sie gut zubereitet worden sind. Ob das jetzt französische Küche, italienische Küche ist, jugoslawische Küche, wie auch immer. Also da bin ich sehr, sehr offen. Wenn alles gut zubereitet ist und lecker ist, dann esse ich das auch. Aber ich bin auch ein Fleischesser. Ich esse auch gerne Fisch. Kommt auch dazu. Macht man eigentlich viel zu selten, weil das immer ein bisschen aufwendiger ist. Von daher bin ich da auch, esse gerne Pizza oder Nudeln auch, also Salat auch ab zwischendurch, wenn es passt. Also von daher bin ich dann gerne ein guter Esser letztendlich. Ne? Ja, aber Ja. das, was Sie so gesagt haben, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ne? Wie und wann waren Sie das erste Mal im Stadion? Also was war Ihr erster Stadionbesuch? Sagte ich ja gerade, am 28. November 1900. Stimmt, hatten Sie schon 64 gesagt gehabt, im genau. alten Müngersdorfer Stadion gegen den Hamburger SV. Ja, Hamburger SV noch mit Uwe Seeler, Charlie Dörfel, der FC mit Hans Schäfer, Heinz Honig, Fritz Elwert, Karl-Heinz Thielen, Hansi Sturm, Benthaus, wie sie alle hießen damals. Und Overath hat da auch schon mitgespielt, Löhr auch schon, noch in jungen Jahren damals, die beiden. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir als Fans immer den Charlie Dörfel vor Augen hatten. Weil Charlie Dörfel hatte ein Toupet. Hat er aber Okay. beim Spiel oder vor dem Spiel ausgezogen, weil er Angst hatte, das Toupet zu verlieren. Und dann haben wir aus der Fankurve dann immer gerufen: Charlie, Charlie, wo sind deine Haare? Bitterböse, bitterböse. War damals schon frech, aber heutzutage wird ja jeder darüber lachen. Ja. Ja, sehr schön. Wie ist es eigentlich, Stadionsprecher des FC zu sein? Also, wie ist das Gefühl? Ja, das ist geil, ne? Muss Ja. ich ganz deutlich so Ganz sagen. klar sagen, einfach Auch nach geil. 24 Jahren jetzt immer noch toll, macht immer noch Riesenspaß, auch die Begeisterung rüberzubringen, weil ich ja nun selber auch begeistert bin, also auch meine Gefühle rüberzubringen. Und wenn dann die Hymne kommt, die Leute stehen dann immer noch auf, wenn ich sage, bitte erheben Sie von Ihren Plätzen auch nach 24 Jahren, oder wir haben ja ein bisschen später damit angefangen, sagen wir mal nach 22 Jahren. Dann ist das immer noch ein großartiges Gefühl. Es gibt immer noch Schmetterlinge im Bauch bei diesen Geschichten, auch heute noch. Also ich bin auch immer noch nervös. Jetzt vielleicht nicht speziell wegen der Moderation. Das ist ja inzwischen nach 24 Jahren jetzt nicht Routine, kann man jetzt nicht sagen, aber Gewöhnungssache. Ich bin aber grundsätzlich nervös, wenn der FC spielt. Das ist das Problem letztendlich. Ja, gut, die Leute feiern sie aber auch, muss man ganz klar sagen. Als Stadionsprecher hier zum Beispiel ein Kommentar: der Mann mit der schönsten Stimme Deutschlands Danke, danke. oder bester Stadionsprecher liest man hier öfters in dem Live-Chat. Also von daher, ich bin ja auch ein großer Fan, muss ich sagen, von Ihnen. Also ich kann mir eigentlich gar keinen anderen Stadionsprecher vorstellen als Sie. Wie gesagt, es war ja so, dass Sie mal einmal krank waren und da war ich dann im Stadion und es war einfach nicht dieses Stadiongefühl, wie wenn sie mit dabei sind. Das ist einfach so. Ja, ich bin in 24 Jahren, wo ich das jetzt mache, habe ich zweimal gefehlt. Einmal 2006 im August. Da hatten wir, glaube ich, Wacker Burghausen oder irgendwas, war zweite Liga auch.
Okay. Ich war damals sogenannter Fanbeauftragter von Segenia Aubi, ein Logenpartner des 1. FC Köln. Und da habe ich 2006 die WM mit denen zusammen gemacht in der Moderation, auch für deren Kunden. Und die hatten ganz viele Kunden nach Madrid, 300 Kunden nach Madrid eingeladen. Und da hatten sie mich mitgenommen, weil ich die ganze Sache da moderiert habe, auch im Bernabéu-Stadion in Madrid. Das war natürlich eine tolle Sache. Und dann fehlte mir dieses Spiel und das zweite Spiel leider. Jetzt gegen Hoffenheim durch Corona, was Ja. mir da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber sonst immer dabei. Ja, sehr schön. Gut, jetzt haben wir hier eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal im Chat hatten. Und zwar, Ihr schönster Moment als Stadionsprecher. Ja, im Prinzip das, was ich eben schon Mit mal Mainz, ne? erwähnt Das habe, ist. diese Durchsage dann zum Schluss, also Genau. kurz, wir waren ja in der Nachspielzeit. 3 Minuten waren angesagt und ich habe gesagt, wir führen 2-0. Ich kannte die Ergebnisse auf den anderen Plätzen und wusste, dass alles zu unserer Für den Zufriedenheit FC. läuft. Und in der letzten Minute Nachspielzeit habe ich gesagt, jetzt kann auch nichts mehr passieren. Also die Mainzer schießen nicht noch 2 Tore. Und dann habe ich dann gesagt, meine Damen und Herren, soeben schellte in Kopenhagen das Telefon und da wusste jeder, wir haben es in der Tat geschafft. Das war Ja. sicherlich mit einer der bewegendsten Momente. Natürlich immer die ganzen Aufstiege waren schön, selbstverständlich. Ne? Wenn wir es am letzten oder vorletzten Spieltag dann auch gefeiert haben, mit den Fans zusammen, dann die Platzstürme, die wir dann hatten, auch alle sehr, sehr schöne Momente letztendlich. Ja, das stimmt. Wie sind Sie eigentlich Stadionsprecher geworden? Ja, ich wollte das schon als Jugendlicher, weil ich ja schon gesagt habe, oder als junger Mann, weil ich gesagt habe, man kann viel mehr machen aus diesem Ereignis 1. FC Köln. Und bin ja Fanbeauftragter gewesen von 84 bis 94, habe dann Stadionsprecher der Amateure gemacht und Pressesprecher der Amateure und seit 94 auch Assistent vom damaligen Stadionsprecher Hans-Gerd König, der das ja auch fast 30 Jahre gemacht hat. Und war dann für die Musik zuständig bei ihm, also quasi als DJ. Und das war das Problem im alten Möngersdorfer Stadion, ob du da AC/DC oder Heino gespielt hast, es hat sich durch diese Trichter immer gleich angehört. Also du konntest da keine Dramaturgie entwickeln. Von daher war das schon ja, schwierig, da mit musikalisch was zu machen. Hans-Gerd König war auch kein Freund der kölschen Musik. Also ich musste ihn da auch langsam dran gewöhnen an diese Musik. Was er ganz gut fand, war dann schon mal in unserem Veedel, wenn man das spielte. Aber wie gesagt, sonst da Dramaturgie über die Musik zu machen, über die Lautsprecher, war in dem alten Stadion so gut wie unmöglich. Aber ich habe viel von ihm gelernt, auch seine sachliche Art, seine freundschaftliche Art und die Art, auch den Gast auch als Gast zu behandeln und nicht auf ihm rumzuhacken oder bösartig zu werden. Also das habe ich sicherlich von ihm gelernt und das auch so weitergegeben. Bei mir, gut, wir haben eine andere Zeit. Er war ja noch einer der alten Schule. Saß ja auch mehr in der Sprecherkabine, als dass er draußen war. Und ich kenne noch, gab mal einen Tatort in den 70er Jahren. Der spielte dann auch in Köln und spielte auch mit dem HSV. Die sind dann mit dem Zug von Hamburg nach Köln gefahren. In diesem Zug war dann auch der Mörder letztendlich drin. Und waren dann auch bei dem Spiel und wurde so, auch in dem Tatort wurde dann gezeigt, wie die beiden Mannschaften, das war damals Radrennbahn, noch einliefen. Und man hörte im Hintergrund dann den Kommentar von Hans-Gerd König. Da war das nicht so wie bei uns mit der Nummer 1, Timo Horn oder was auch immer, sondern die liefen ein, die beiden Mannschaften. Und in dem Moment hat er dann die Mannschaftsaufstellung genannt und immer Ah, nur mit okay. Nachnamen, ne? Der Okay. Hamburger SV mit Seeler, Dörfel, Corpion, der 1. FC Köln mit weiß ich was und also ganz sachlich im Prinzip, ohne große Emotionen. Aber so war das halt auch früher. Das hat sich ja Ja. geändert in der Zeit. Ne? Ja. Ja gut, manche Vereine machen das ja sogar noch, dass sie während die Mannschaft einläuft, sage ich mal, bei uns läuft ja dann die Hymne meistens noch Ja. so in den letzten Zügen. Und bei manchen Vereinen ist es ja wirklich so, dass sie dann erst die Stadionaufstellung bekannt geben und so. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es jetzt andersrum schöner, dass man die Hymne dann macht, wenn die einlaufen. Und aber vielleicht auch einfach nur, weil ich es so kenne von Köln Weil wir aus. es so gewohnt sind, genau, ja. Ja, Ja. definitiv. Genau, wie sind Sie Stadionsprecher geworden, haben wir abgehakt. Was bedeutet Ihnen der FC? Der FC ist ein ganz großer Teil meines Lebens. Wie gesagt, seit meinem 9. Lebensjahr. Ich bin jetzt 68, das sind ja so 59 Jahre, die mich dieser Verein begleitet. Ich habe schon mal zwischendurch irgendwann mal gedacht, wenn man total frustriert war oder enttäuscht war,
Nimm dir das doch weg. Du hast so viele negative Erlebnisse und du wirst auch zu nervös. Ist auch gesundheitlich nicht mehr ganz so toll für dich. Geht nicht. Ich habe es versucht schon mal zwischendurch, als es ganz bitterböse war, aber ich weiß heute, dass das vergebene Liebesmühe wäre, mich davon zu entfernen. Das geht einfach gar nicht. Ja. Ja, kommen wir jetzt zur neuen Saison und die steht ja auch schon in den Startlöchern. Es geht ja bald schon los. Dadurch, dass die WM ja im Winter ist, geht es ja früher los, Anfang August. Jetzt gibt es auch endlich nach 2 Jahren Pause wieder eine Saisoneröffnung. Wie sehr ist Ihre Euphorie? Wie sehr freuen Sie sich, dass es wieder ja, eine Saisoneröffnung beim 1. FC Köln gibt? Ja, wir sind ja alle froh, dass wir wieder relativ normal alles durchziehen können, auch wieder die Saisoneröffnung machen mit tollen Bands. Casala wird ja wieder spielen, Samstag in einer Woche. Volle Stadion, die wir im letzten Jahr oder letzten Dreiviertel, halben Jahr kann man so sagen, davor hatten wir ja auch nochmal Probleme gehabt. Aber ich Ja. habe ja nun 1,5 Jahre erlebt als Stadionsprecher ohne Zuschauer oder nur mal mit 300 Zuschauern und ein paar wenigen, die dann kommen durften, aber vielfach auch ohne Zuschauer. Und es gibt nichts Schlimmeres, als das miterleben zu dürfen. Das Allerschlimmste war immer, also wir haben das ja eigentlich auch nur gemacht, um für die Spieler so ein bisschen Normalität reinzubringen. Also eine kleine Begrüßung, die Hymne wurde gespielt, Mannschaftsausstellung, Torschützenwechsel, das haben wir alles durchgegeben. Und nach dem Spiel, wenn das Spiel dann, sage ich mal, 4:25, 20:05 zu Ende war, heutzutage oder im Normalfall gehst du danach, wenn du so fertig bist mit allem, so um 5:30, kurz nach 5:30, gehst du in den VIP-Bereich, trinkst 2, 3 Bier, um runterzukommen, unterhältst dich mit den Leuten, diskutierst nochmal, kannst so ein bisschen abschalten. Und das war da nicht. Es gab keinen VIP-Raum, es gab keine Zuschauer, es gab keinen Straßenverkehr. Ich war 20 Minuten nach Spielende zu Hause in einem Wohnzimmer und wusste überhaupt nicht, was los war. Eine absolute Leere, die sich da breit gemacht hat. Das möchte ich nicht wieder erleben. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das erstmal ja nicht mehr wiederkommen muss, Ja. ne? Also, dass man das ruhig so wieder, so wie es früher auch war, wieder erleben darf, auch die Ich mach's komplette auch nicht wieder Spielzeit. mit. Ich sag's ganz offen. Ich mach's auch nicht wieder mit. Das glaube ich, das glaube ich. Ja, kommen wir jetzt nochmal zu den Trikots. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, deswegen muss ich sie trotzdem natürlich stellen. Wie finden Sie denn die neuen Trikots auf einer Skala von 1 bis 10? Also fangen wir zumindest mal mit dem Heimtrikot an. Ja, was sagen Sie zu diesem Was ist denn das Trikot? Beste? 10 wäre das Beste oder die 10 1? wäre das Beste, genau. Ja, zwischen 8 und 9 würde ich jetzt mal sagen. Also, gefällt mir ganz gut, erinnert so ein bisschen ja auch an die 60er Jahre, beziehungsweise, das hatten wir ja auch schon mal, auch an die 70er hatten wir schon mal so ein ähnliches Trikot. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin kein Trikot-Fan. Wegen mir können die nackt spielen, Hauptsache sie gewinnen. Ja, mich hatte das Trikot an, ich hab's zufälligerweise hier, also Ja. das Neue jetzt. Hat das direkt an 2014 erinnert, muss ich sagen. Oder 2015, Entschuldigung, Ja, hatten wir 2015. ja auch schon mal so ein ähnliches Trikot. Ne, genau, Dann da hatten haben wir wir ja vorhin ganz hier die drei früher. Streifen noch dazu, sind jetzt noch dazu Ja, gekommen, ja, hier an der ja. Seite, ne? Aber dieses schräge Trikot, dieses geschrägte Rot, das hatten wir ja schon auch in den 60er Jahren. Da hieß es ja damals, Echt? man hätte das Trikot in Paris machen lassen. Ist natürlich Quatsch, hat man nicht, aber diese Mär ging dann um, letztendlich. Ne? Ja, Ich habe ja. noch, glaube ich, alte Autogrammkarten von Fritz Pott und Karl-Heinz Thiel und Heinz Hornig, da haben die auch dieses Trikot an. Okay. Ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Also, als ich das direkt gesehen habe, habe ich gedacht, okay, alles klar, 2015, nur ein bisschen anders. Deswegen. Ja, dann haben wir ja jetzt auch neuerdings das Auswärtstrikot. Ist ja ziemlich schlicht gehalten, in einem roten, einfach nur rot, sage ich mal, mit einem FC-Wappen drauf. Was sagen Sie zu diesem Trikot? Ah, auch alles okay. Oh, Alles. alles okay. Sehr schön, sehr schön. Ja, die Saison ist ja jetzt vorbei. Die letzte Saison war ja auch sehr erfolgreich. Also ich glaube, keiner hätte gedacht nach der Katastrophensaison, dass da der FC so auf einmal mit Steffen Baumgart aufblüht. Haben sogar die Conference League erreicht. Also von daher, oder zumindest sind wir jetzt in den Playoffs. Ja, was sagen Sie zu dieser Saison, die Steffen Baumgart gemacht hat oder trainiert hat, und auch, was sagen Sie zum Trainer Steffen Baumgart? Ja, die Saison ist überragend gelaufen, da konnten wir alle nicht mit rechnen. Wir haben ja gedacht, oh, hoffentlich kommen wir mal nicht in Abstiegsgefahr. Und dass das so überragend gelaufen ist, ist toll, ist natürlich dem Trainer zu verdanken, dem Steffen, der auch wirklich, ich kenne ihn ja auch ein bisschen privat,
der wirklich so ist, wie er sich nach außen hin auch gibt, auch im privaten Bereich. Ja, das haben wir ja schon, einen Einblick haben wir ja schon bekommen, als er dann Corona-bedingt zu Hause bleiben musste. Ja, ja, da haben wir ja gesehen, was da abgeht. Und ja. Der arme Hund, sage ich da immer. Und auf jeden Fall ist er absolut authentisch und so kommt er bei den Spielern wohl auch rüber. Und ich hoffe, dass wir da noch lange viel, viel Spaß dran haben. Ja, das hoffe ich auch. Auch wenn da mal vielleicht eine kleine Krise kommen mag, dass man trotzdem an ihn festhält und nicht direkt wieder denkt, man muss jetzt handeln und ihn dann irgendwie vor die Tür setzt, das fände ich persönlich falsch. Man sollte meiner Meinung nach mit ihm also ich würde mir wünschen, wenn das was Langfristiges werden würde mit Steffen Baumgart. Ja, wenn es erfolgreich ist, wünschen wir uns das immer. Ne? Ja. Ja, gut, das ist klar. Natürlich, ja. Nach so einer Saison ist das natürlich auch leicht zu sagen. Ne? Aber auch wenn mal vielleicht so ein kleiner Einbruch kommt, der vielleicht auch, da sind wir direkt zur neuen Saison, vielleicht auch diese Saison kommen könnte, weiß man ja nicht. Jetzt ist natürlich schwierig schon zu sagen, wie es vielleicht mit dem FC in der neuen Saison aussieht. Trotzdem wollte ich Sie fragen, was glauben Sie, wo wird denn der FC so landen? Also ich bin froh, wenn wir mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben. Also wenn wir zwischen 12 und 14 landen, bin ich sehr zufrieden. Alles andere wäre natürlich schön, wäre toll. Ja. Aber lass uns mal unsere Nerven schonen, dass wir da nicht zittern müssen. Das wäre schon eine schöne Sache, weil ich glaube auch, dass die Liga in der kommenden Saison etwas stärker sein wird als in der letzten Saison. Wir haben also drei Aufsteiger, die interessant sind und die Tradition auch haben. Und die werden sich bemühen, natürlich auch in der Liga zu bleiben. Das heißt, die Konkurrenz ist groß. Und wie gesagt, wenn man am Ende 12., 13., 14. werden, bin ich absolut zufrieden. Ja, das glaube ich, das ist bei jedem, oder da würde zumindest jeder einen Stempel drunter setzen, wenn man jetzt hier Anfang der Saison sitzen würde, und das tun wir ja zurzeit. Jetzt noch eine kleine Sache, und das ist persönlich halt ein bisschen doof, sag ich mal, weil ich eigentlich da gar nicht so drüber reden wollte, aber im Trainingslager gab es da eine große Debatte drum, und zwar Anthony Modest hat gesagt, die Großverdiener müssen weg. Was sagen Sie dazu? Also ich persönlich hätte echt nicht gedacht, dass wir überhaupt im Sommer diesen Jahres darüber sprechen, dass Toni wechselt, weil das ja eigentlich überhaupt nicht oder wechseln könnte, weil ich eigentlich fest davon überzeugt war, dass Toni auf jeden Fall nächste Saison noch beim FC spielt. Aber jetzt, nach diesem Interview, war ich da ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Wie war es bei Ihnen? Ja, ich war da nicht erschrocken. Wir kennen den Anthony, ich sage immer Anthony dazu, weil er ja Franzose ist. Also Anthony ist ja kein französischer Ausdruck. Anthony, ich habe ihn übrigens mal gefragt, ob ich Anthony oder Anthony sagen soll. Er hat gesagt, das ist ihm egal eigentlich. Ja, so gut. Ja, aber wir kennen Anthony ja gut. Er haut ja schon mal das eine oder andere raus, ohne das so ganz ernst zu meinen. Ich finde auch, da hat Christian Keller sehr, sehr gut drauf reagiert. Ganz ruhig nach dem Motto, ja, momentan steht eh gar nichts an. Es gibt keine Anfragen. Es gibt auch keine Anfrage von Anthony, dass er sich in irgendeiner Form verändern will. Er hat ja auch noch einen Vertrag bis 23, also noch ein Jahr. Von daher muss man das auch jetzt nicht groß an die Glocke hängen oder ein Riesentheater rausmachen. Ich glaube, dass er bleibt. Und weil ich meine, er ist ja auch ein Familienmensch. Er war jetzt in China, hat seine Erfahrung da gemacht, war getrennt von der Familie. Man kann ihm wirklich nicht sagen, dass es ihm schlecht geht. Finanziell sind die alle gut abgesichert, auch durch die China-Geschichte sicherlich. Und die Familie fühlt sich wohl hier. Und ich glaube nicht, dass sie noch mal Lust hätte, jetzt, ich sag mal, irgendwo hinzugehen, nach Saudi-Arabien, nach Katar, wo wir gerade beim Thema sind, oder sonst hin, um wieder getrennt von der Familie zu sein. Gut, letztendlich kannst du nie hinter den Kopf gucken oder ins Gehirn reingucken, was da letztendlich vor sich geht. Aber ich würde das jetzt nicht größer machen, als es ist letztendlich. Ja, ja, das denke ich auch. Haben Sie eigentlich so mit, gerade jetzt, weil Sie ja Stadionsprecher sind beim FC und vielleicht auch den einen oder anderen, Steffen Baumgart hatten Sie ja schon gesagt, dass Sie den auch privat auch öfters mal kennen. Kennen Sie auch weitere Spieler oder ist da eher wenig? Ja, das hängt immer von den, man kennt die Spieler selbstverständlich, aber man ist jetzt nicht so, dass man mit denen befreundet wäre, sage ich jetzt. So hat man zu wenig Reibungspunkte auch. Beim Training sieht man sieht sie im Geisburgheim, man sieht sie bei den Spielen, man unterhält sich mit dem einen oder anderen. Aber jetzt ist es nicht so, dass da große Freundschaften entstanden wären. Das ist auch wie im ganz normalen Leben.
wenn du nicht so viele Reibungspunkte hast, kommst du nicht zusammen, weil die Mannschaft doch schon mit ihrem Staff abgetrennt ist und abgetrennt auch arbeitet letztendlich. Und dann hat der Stadionsprecher da auch nicht viel zu suchen, muss man ganz offen sagen. Ja. Sie waren aber im Trainingslager. Ich war 2 Tage im Trainingslager, Freitag und Samstag, weil man mich auch gerufen hatte wegen der von den Heimmannschaften, sage ich mal, die das ausgerichtet haben, den Stadionsprecher zu machen und im Rahmen meiner FC-Tätigkeit natürlich auch Kontakte zu den Fans zu pflegen, da zu sein, Fragen zu beantworten, wie wir das jetzt gerade hier auch tun, ja, präsent zu sein, ja, mit den Leuten zu reden, zu sprechen und mit denen Spaß zu haben. Ja. Ja, jetzt am Samstag ist ja schon mal das erste internationale Spiel, sage ich mal. Zwar ein Testspiel, aber trotzdem geht es gegen den AC Mailand. Freuen Sie sich drauf? Ich freue mich drauf. Ich bin mal gespannt, mit welcher Mannschaft AC Mailand antritt. Interessant ist ja, wir haben das ja mal recherchiert. Seit 1948, seitdem es den ersten FC Köln gibt, hat es noch kein einziges Spiel gegen den AC Mailand gegeben. Völlig verrückt. Okay, Der das Mailand wusste ich aber auch noch nicht. war, wusste ich, hatte ich auch nicht gedacht, aber ich habe das nochmal recherchiert. Es gab wirklich noch kein Spiel gegen den AC Mailand. Also von da ist das auch für uns, für den FC eine Premiere. Ja, gucken wir mal, wie es ausgeht. Letztendlich ist das Ergebnis nicht so wichtig. Ich freue mich immer, wenn wir gewinnen. Also ich ärgere mich auch, wenn Freundschaftsspiele verloren gehen. Also das kann ich Ja. gar nicht, ne? Ja. Und von daher ist das, hoffen wir, dass wir nicht verlieren, schönes Spiel sehen, viel Spaß haben einfach. Okay, ja, sehr schön. Ja, ich werde es auf jeden Fall zu Hause gucken, bin leider nicht im Stadion dabei, aber werde auf der Saisoneröffnung auf jeden Fall Ja. dabei sein. Hier wird noch gefragt, und zwar von Rot-Weiß 97, wie sehen Ihre Pläne nach dem Stadionsprecher-Job sozusagen aus? Also haben Sie da schon Pläne, wann wollen oder wollen Sie überhaupt aufhören oder Irgendwann muss man mal aufhören, ne? Irgendwann muss man mal aufhören. Ich will auf jeden Fall noch bis 2024 weitermachen, also noch 2 Jahre. Dann haben wir ja nochmal die Europameisterschaft hier in Köln auch mit 5 Spielen. Das würde ich gerne nochmal als Abschluss auch wahrnehmen, wenn der DFB mich lässt. Ich habe ja 2006 die WM auch hier in Köln bei 5 Spielen gemacht. Das war nochmal ein tolles Erlebnis. Das wäre ein schöner Abschluss. Aber vielleicht will der FC und vor allen Dingen, es geht ja nicht nur um den FC, um den Verein, es geht ja vor allen Dingen auch um die Zuschauer. Vielleicht sagen die auch noch, komm, wir möchten den Triple aber noch länger behalten. Dann lassen wir uns mal überraschen. Aber bis 24 wäre so auf jeden Fall mein Ziel. also ich wäre auf jeden Fall der erste Fan, der das sagen Ja, okay. Dann würde. Aber unterhalten ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. wir uns. Ne? Ja. Hier schreibt noch Rot-Weiß 97, trotzdem war das Verhalten von Modest daneben. Der Verein steht über den Spieler, wenn er gehen will, auf Wiedersehen, schreibt er. Ja, da hat Aber ja wie jeder gesagt. seine eigene Meinung zu. Ja. Und ich sage mal immer, ich habe ja seit, ich gehe jetzt in die 59. Saison. Ich weiß nicht, wie viele Spieler ich erlebt habe beim ersten FC Köln, die gekommen sind, die gegangen sind. Der einzige wenige oder einige wenige gibt es, wo ich einfach sage, die haben immer zum Verein gestanden, egal was war. Darunter gehört aus meiner Generation natürlich Hans Schäfer dazu, der viele Angebote hatte, auch in den 60er Jahren zu wechseln, auch nach Italien. Italien war ja damals der große Markt für Stadionsprecher und für Stadionsprecher für Fußballer. Und die haben ja damals schon viel Geld bezahlt. Er hatte Angebote, er hat immer gesagt, nein, was soll ich da? Das ganze Geld nützt mir alles nichts. Hier in Köln fühle ich mich wohl, hier weiß ich, was ich habe. Hier bin ich zu Hause, hier kenne ich meine Eckkneipe um die Ecke, hier kenne ich meine Freunde. Und der ist immer beim FC geblieben, dem FC treu geblieben. Für mich ist das einer dieser Spieler, wo ich sage, Hut ab, da habe ich Hochachtung vor. Und sonst muss man ganz einfach sagen, es ist halt heute so im Fußball. Jeder sieht dazu, wie er klarkommt letztendlich, ne, mit seiner Karriere und was er am meisten noch rausholen kann. Und dann ist immer dieses Zeichen so, das Herz abklopfen, ne, das sehe ich dann immer sehr kritisch oftmals. Ne. Aber das Ja. ist halt heute so. Also diese Illusion darf man sich hier heute nicht mehr geben. Ne. Oder nur bei Ja. ganz wenigen, machen wir mal Ausnahmen. Ne. Ja, das stimmt. Ja, hier schreibt auf jeden Fall einer, mach weiter so, der Thorsten schreibt das. Oder hier schreibt auch der Fedels, Michael Westermann, liebe Grüße aus Remscheid. Ja, alles Grüße zurück. Herzlichen Ja. Dank. Hier schreibt noch einer eine Frage, und zwar, was sagen Sie zu Sally Özcan, dass er Ja, jetzt schade. Schade, bald dass er schon weg geht. ist? Ich hatte eigentlich auch Ja. geglaubt, dass er bleibt. Aber auch das ist das, was ich eben schon gesagt habe.
Auch die jungen Spieler, wenn sie sich dann entwickeln und die Möglichkeit haben, also doppelt so viel zu verdienen wie beim FC, oder in dem Fall ist es, glaube ich, sogar dreifach. Meine genauen Zahlen kennt man ja nicht, oder zumindest nicht jeder. Und wenn er dreifach gewinnen kann, dann ist verdienen kann, ja, dann ist diese Entscheidung nachvollziehbar. Schade für uns, traurig für uns, weil er auch eine kölsche Junge ist letztendlich. Und gut, aber ich sage immer, so ein Fußballer, wenn er jetzt viel Geld verdienen kann, wird er das tun. Er kann sich morgen das Bein brechen oder ganz böse sich verletzen, was auch immer. Und dann kriegt er keinen Pfennig mehr. Und was er hat, hat er letztendlich. Tut uns Fans in der Seele weh, gar keine Frage. Mir auch, gerade auch in dem Fall wieder. Aber das ist halt der moderne Fußball. Ja, das stimmt. 2040 verlängert von Michael Trippel. Okay. Aber das sind noch ein paar Jahre. Ja, hab noch was vor mir, ja. Werde ich demnächst dann im Rollstuhl reingefahren, genau. Ja, Ja, alles gut. ich kann ja noch machen, bis ich 100 werde, dann reicht es aber dann, ne? Genau. Ach Gott, ja. Haben Sie eigentlich, gerade weil Sie ja auch Stadionsprecher sind, haben Sie auch mit anderen Vereinen von der Bundesliga, die Stadionsprecher sind, hier von Schalke oder Dortmund, haben Sie mit denen eigentlich auch Kontakt oder haben Sie gar keinen, der da wirklich auch Kontakt Es hat, der? gibt ein paar wenige Kontakte, meistens mit den älteren Stadionsprechern. Also Okay. Schalke hat ja auch einen ganz alten Stadionsprecher, den Thorsten Knippertz, kenne ich natürlich von Mönchengladbach, weil er ja früher bei Radio Köln auch gearbeitet hat. Dann von München den Lehmann kennt man, weil der auch lange dabei ist. Es gibt aber das sind so wenige, sage ich mal, wo man so ein bisschen Kontakt hat. Es gibt keinen regelmäßigen Kontakt, ne? Okay. Aber ab und zu schon mal so bei Spielen, wo man dann auch hinfahren will, dass man dann über die trifft die Kollegen, das passiert schon mal. Es gibt ab und zu auch vom DFB so Lehrgänge, die sind auch relativ unregelmäßig, alle paar Jahre mal, da trifft man den einen oder anderen auch. Und bei den meisten oder bei vielen Vereinen ist es ja inzwischen so, dass das kein Stadionsprecher ist, der aus dem Verein kommt. Oftmals sind es dann Medienpartner, Radiopartner, die dann den Stadionsprecher stellen. Und das tut mir dann immer auch für die Fans auch leid. Dann steht dann einer vor der Kurve plötzlich und erzählt, wie toll er den Verein immer gefunden hat, dass er in der Bettwäsche geschlafen hat schon und. Und er wusste 2 Wochen vorher, wusste er noch gar nicht, dass er überhaupt einen Stadionsprecher machen sollte, ne? Weil die Verträge mit dem Medienpartner halt da noch nicht unterzeichnet war. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade eigentlich, weil wir in Köln, Gott sei Dank, ja, das so hatten, Hans-Gerd König hat es fast 30 Jahre gemacht. Ich gehe jetzt ins 24. Jahr. Also das sind alles Menschen gewesen, die aus dem Verein kommen, die die Sensibilität haben, die den Verein kennen, die wie auch die Fans denken und ticken. Und das passt einfach viel besser, als wenn da irgendjemand Fremdes kommt. Ja, das stimmt. Der auch schon den Verein dann halt kennt, ne? Genau. Und lebt. Der Thorsten hat noch eine Frage und zwar wurde ja auch über Jonas Hector Ja. viel gesprochen. Hört er jetzt nächste Saison auf? Geht er in Ruhestand oder macht er weiter? Was glauben Sie? Wird er verlängern oder glauben Sie eher, dass er doch eher ja, schon ins Frührentneralter geht, sage ich einfach mal. Kann ich nicht zu sagen, weil ich es nicht weiß, was bei Jonas Ja. im Kopf vorgeht, ob er nochmal ein Jahr drauflegt oder aber sagt, mir reicht es jetzt, weil Jonas ist ja auch jemand, der dann nicht unbedingt immer aufs Geld guckt, sondern der in der Tat ja, Fußball spielen will, weil es ihm Spaß macht. Und wenn es ihm irgendwann keinen Spaß mehr macht, glaube ich, dann wird er auch sagen, nee, dann höre ich jetzt einfach auf. Und das Geld, was ich verdient habe, das reicht mir letztendlich fürs Leben. Und für meinen weiteren Werdegang ganz schwer zu sagen, was er machen wird. Ja. Jetzt kommt von Cologne eine Frage, die müssen Sie aber nicht beantworten, wenn sie zu privat Ja. wird. Und zwar, was verdient man eigentlich als Ja. Stadionsprecher? Ja, das glaubt mir ja eh kein Mensch, weil ich habe das ja bis vor 2 Jahren oder ein Dreivierteljahren habe ich das, weil ich ja einen Hauptjob hatte in der Pharmaindustrie. Habe ich das auf 450-Euro-Basis gemacht. Das glaubt man, sagt mir jeder, du bist verrückt, glaube ich nicht. Doch, es ist so. Und nicht nur halt die Profis. Ich mache ja auch die U21, ich mache die U19, ich mache die Frauen. Also fast jedes Wochenende im Prinzip. Mache hier die Saisoneröffnung, mache die FC-Club-Konzerte, alles, was mit Moderation beim FC zu tun hat im Prinzip. Und seitdem ich bin in Rente seit gut 2 Jahren und seitdem bin ich ja jetzt ein Dreivierteljahre angestellt beim ersten FC Köln, halbtags, also 20 Stunden die Woche.
und kriege jetzt ein kleines Salär. Ist ein bisschen mehr als 450 € jetzt auch keine Riesensumme. Ein kleines Salär, aber endlich in richtiger Anstellung, sage ich mal, als das früher der Fall war. Okay. Also könnte man rein theoretisch vom reinen, also wenn man jetzt nur Stadionsprecher machen würde, würde man davon nicht leben können. Nee, keine Chance. Keine Ja. Gut. Ja, weil viele ja mal sagen, ich würde gern hauptberuflich Stadionsprecher Ja, werden. das gibt es Ne? nicht als Hauptberuf. Ja. Höchstens man ist, aber das ist wieder was anderes. Man ist dann angestellt bei einem Medienpartner, sage ich, beim Radio oder Fernsehen und macht dann den Stadionsprecher dazu und wird dann quasi also auch vom Radio bezahlt letztendlich. Und das macht dann gar nicht der Verein, sondern das ist dann die Partnerschaft, die man zusammen eingegangen ist. Also bei uns ist es, wie gesagt, jetzt so, dass ich ein kleines Salär bekomme, aber das ist, also auch davon alleine könnte ich nicht leben, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Hier schreibt einer, könnte der Herr Michael Trippel bitte mal Tor für unseren ersten FC Ja, Köln sagen? Ich da glaube, kann das kann man, man gar nicht so, oder? ja, das, ich kann das schon sagen, Aber aber emotionmäßig muss da passen. ich weise da immer darauf hin, es gibt ja die FC-CD, da bin ich drauf mit Tor für unseren ersten FC Köln und auch herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschland. Kann man auch streamen übrigens, ne? Also kann Okay. man runterladen. FC Stadion Hits nennt sich das Ganze. Wer das also wirklich mal haben will, live oder so, kann sich das wirklich runterladen. Ich kann das gerne jetzt hier mal machen. Sollen Sie aber bitte die Ohren zuhalten dann, ne? Alles Tor gut. für unseren ersten FC Köln! Sehr schön. So, und runterladen kann man sich es auch und dann hat man es im Original im Prinzip. Ne? Ja, sehr cool. Es werden ja auch viele Lieder im Rhein-Energie-Stadion, kölsche Musik wird ja oft im Rhein-Energie-Stadion oder eigentlich immer gespielt. Jetzt wird hier noch gefragt, welche Lieblingskölsche Musik ist. Ja, welches Lied mögen Sie am liebsten, sage ich mal? Also in unserem Veedel mag ich am liebsten. Ganz altes Lied von den Black Keys halt, ne, was ja auch wir in London dann 10 Minuten lang Ja. geschmettert haben, ne, kurz vor Ende des Spiels, weil das auch absolut das Herz und das Lebensgefühl der Kölner anspricht. Es gibt so viele schöne Lieder von den verschiedenen Bands. Wir haben ja eine ganze Menge. Es gibt ja nicht nur die Black Keys und die Höhner, wir haben ja inzwischen, weiß ich, 20, 30 Bands. Kommen viele junge Bands nach, die auch tolle Musik machen. Casella sowieso, Cat Ballou, um noch ein paar Namen zu nennen. Ich kann sie jetzt nicht alle nennen. Motoris, man hat ja auch zwischendurch kölsche Musik gemacht und von daher gibt es ganz, ganz viele schöne Lieder, die zu Köln passen. Das Stammbaumlied als Beispiel auch. Also ich könnte jetzt Hunderte nennen, aber das würde zu viel oder das würde die Sendezeit Würde sprengen. der Rahmen sprengen. Aber in unserem Veedel ist für mich immer noch das Schönste. Das habe ich auch als Klingelton auf dem Handy. Okay, ja, sehr schön. Rot-Weiß97 fragt, kann man bei der Saisoneröffnung Autogramme oder Fotos von Ihnen bekommen? Also Bestimmt. machen Sie selten. Ich bin ja einmal bin ich ja auf der Bühne bei der Moderation, aber zwischendurch gehe ich auch mal rum und laufe durch die Gegend und treffe den einen oder anderen, unterhalte mich mit denen und da können jederzeit Selfies machen, Also ganz einfach ansprechen. genau. Ja. Man merkt wirklich, dass Herr Trippel das nicht fürs Geld macht, sondern vom Herzen aus. Ja, und das ja, jetzt ins 59. Jahr gehen, ne? Ja, sagte ich ja schon. Okay. Geld hat die Knie eine Rolle gespielt. Ich habe ja auch nichts gekriegt als die 450 € steuerfrei, ne? Steuerfrei. Ja. Am Samstag bin ich im Stadion, Ja, schreibt hier schön. einer. Toller Herzlich Stream, willkommen. vielen lieben Dank. Das freut uns beiden sehr. Ja. Michael, du bist der Beste. Darf ich mal bei dir ein Praktikum machen? Wir haben uns bei der Sparkasse-Werbung kennengelernt, schreibt der Mika Rupp. Früher war das eigentlich unkompliziert, da konnte ich eigentlich jeden mal mitnehmen, wenn ich das wollte. Heute muss das immer groß angemeldet werden. Er soll Okay. sich bitte, der da Interesse dran hat, kann er sich bitte mal an herder@fc-köln.de wenden und ihn anschreiben, ob er mal mich begleiten darf, eine Art Praktikum machen kann. Und die entscheiden, das ist die Marketingabteilung, herder@fc-köln.de. -köln.de und einfach mal anfragen, wer hat miteinander gesprochen, er wird das gerne mal machen und dann gucken wir mal. Ich würde das mit natürlich befürworten, aber entscheiden alleine kann ich es nicht. Ja.
Ja, der Thorsten schreibt noch, ich komme aus Lübeck, weit weg, aber verfolge es stets mit meinem FC seitdem 80 Jahren. Hut ab für deine Dienste und Leistungen. Dankeschön. So, was haben wir noch hier? Trippelstatue vor dem Stadion kann gerne mal ins Rollen kommen. Da müsst ihr den Anton Fuchs fragen, der hat ja die Flohe-Statue schon gemacht. Ja, Mal dann müssen anfangen. wir da mal eine zweite Statue hinbauen. Ja, gut, haben wir noch andere, wo wir auch noch eine Statue hinsetzen könnten. Verdiente Spieler. Ja, hier ist noch eine Frage, warum waren Sie in Hoffenheim nicht oder gegen Hoffenheim nicht? Das hatten Sie ja Ja, schon beantwortet, ja. krankheitsbedingt. So, was haben wir noch? Ich glaube, wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende. Ich schreibe nochmal, der Mika Rupp ist auch am Samstag dabei gegen Mailand. Wer ist für Sie der beste FC-Trainer aller Zeiten? Weisweiler oder Michels? Oder auch ein anderer? Ja, hat ja zwei zur Auswahl gestellt. Also Weisweiler war sicherlich ein sehr, sehr guter Trainer, der die Mannschaft dann ja auch hingekriegt hat, für 78 das Double zu holen und Mannschaftsgeist entwickelt hat mit diesem Team. Michels war auch ein anderer, war ein anderer Typ, ganz einfach, war ein bisschen bärbeißiger, der Rinus Michels. Wo gut, Weisweiler konnte auch sehr bärbeißig sein. Ja, ich sage dann immer ganz aktuell, Steffen Baumgart ist jetzt der Beste. Ja, das ist ganz klar. Haben Sie noch Kontakt zu Lukas Podolski? Ja, ein bisschen haben wir schon noch Kontakt. Er ist ja nun jetzt oftmals weg. Er hat ja seine Loge auch fast neben meiner Sprecherkabine. Und wenn er da ist, dann sehen wir das und oder sehen wir uns und begrüßen uns auch. Und ich habe auch durch seinen Manager ein bisschen Kontakt noch zu ihm. Aber wie gesagt, momentan ist er halt selten zu Hause. Ja. Glauben Sie, dass er nach seiner fußballerischen Karriere beim FC irgendwo ja, tätig werden kann oder wird? Ich würde es mir wünschen, aber da müssen dann die Vertragspartner der FC und der Lukas Podolski müssen dann klarkommen, was soll er machen, in welcher Form soll er sich engagieren. Ich könnte mir ihn als Repräsentant sehr, sehr gut vorstellen beim FC, bei Veranstaltungen, wo er dann auftritt, weil er ja sehr eloquent ist. Er bringt immer gute Laune mit und könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es das passen würde, aber das muss er natürlich auch wollen. Ja, das stimmt. Kennen Sie eigentlich alle, oder das wird wahrscheinlich viel schwierig, aber ich stelle Sie trotzdem mal, ob Sie alle FC-Mitarbeiter und gucken Sie die 24-7-Doku an? Ich kenne nicht alle Mitarbeiter, die meisten, weil ich ja auch im Geisburgheim mein Büro dann schon mal habe und bin dann zweimal oder dreimal die Woche im Geisburgheim ein paar Stunden. Also ich kenne sehr, sehr viele, wahrscheinlich alle nicht, weil es über 100 inzwischen sind. Ja, und die Doku gucke ich mir an, ja, auf jeden Fall. Ja. Wobei ich immer, ich bin ja von der alten Schule her, ich finde die Doku gut gemacht, gar keine Frage. Was mich so ein bisschen stört, es nimmt einen so ein bisschen, ja, diesen heiligen Glanz, den sowas Ja, hat, diese ne? Kabine Ja, und man geht so ne? tief rein eigentlich. Alles, was man Ja. sich so vorstellt, was da so passieren könnte und wie toll das alles ist, es wird zu transparent und man verliert dann so ein bisschen die Illusionen auch, die man vorher hat und die Vorstellung, die man sich davon gemacht hat. Aber vielleicht ist So, das das hat für er. die heutige Zeit, ist das einfach so, scheinbar. Ja, das stimmt schon, ne? Gerade so, wenn man sagt, so das, was in der Kabine gesprochen wird, das bleibt doch eigentlich in der Ja. Kabine und das ist dann eben dann nicht der Fall, ne? Das ist Das alles dann stimmt. sehr offen, sehr transparent und so der Zauber geht so ein bisschen vor. Ja, das stimmt, das stimmt. Also es hat Licht und Schatten, muss man ganz klar sagen. Was glaubt der Trippel, welchen Platz, achso, das hat er schon Hat gesagt, er schon welchen gesagt, Platz genau. der FC macht. Genau, ja, die Fragen, wie gesagt, wiederholen sich jetzt. Wie finden Sie die Schalten sich ja auch Trikots? Leute Ne? später zu, von daher. Genau, deswegen, also alles gut. Ja, dann war es das eigentlich schon mit dem Livestream. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für meine Fragen Gerne. auch Ja. von der Community genommen haben. Ja, wir freuen uns alle, glaube ich, auf die neue Saison. Hoffentlich mit, ja, dass es 34 Spiele auch volle Stadien gibt. Und vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Alles klar. Danke euch, ne? Vielen Tschüss. Dank. Alles klar. Ciao. Ja, das war der Livestream mit unserem Stadionsprecher Michael Trippel. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt.
Wenn ihr mehr solche Livestreams sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, es werden immer wieder neue Gäste kommen. Wir hatten schon den Trompeten-Willi vom S04 da. Wir hatten den Christopher Limmeropoulos, der bei Sky Reporter ist. Der hat uns schon, oder ich habe ihn sozusagen mit den Fragen gelöchert. Also schaut gerne weiter bei mir vorbei, würde mich sehr freuen. Wie gesagt, es wird vielleicht auch noch mal einen Livestream mit unserem Stadionsprecher geben. Das war ja jetzt der zweite, vielleicht für die neue Saison dann oder Mitte der neuen Saison, wenn dann schon ein paar Spiele gelaufen sind, werde ich ihn noch mal fragen, wie ja, wie der FC zurzeit drauf ist. Und super Stream, vielen, vielen lieben Dank. Fedel schreibt auch, vielen lieben Dank für den tollen Stream. Vielen lieben Dank an alle, die ja das hier sehr supporten. Vielen lieben Dank. Ein Livestream mit Modest wäre geil. Ja, das ist ein bisschen schwierig mit Spielern. Weil die, ich hatte ja schon mal bei manchen Spielern gefragt und die hatten halt gesagt, wenn wir einmal halt live gehen, dann wollen alle, dass ich, oder wollen halt alle mit ihm live gehen, das ist halt ein bisschen schwierig. Aber ja, wie gesagt, vielen Dank an alle. Wie gesagt, ich werde den Stream auch hochladen, also ihr könnt den gerne, falls ihr ihn verpasst habt, gerne nochmal schauen oder halt dann das erste Mal schauen. Lasst da auch gerne dann ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und bis dahin, macht's gut, euer Jan-Niklas. Und ciao.